willkommen zum heutigen Video. Ich hoffe, ich bin schon fokussiert. Wenn nicht, ist es auch egal. Eine Sache wird euch bestimmt nämlich auffallen. Meine Haare sind kurz. Ja, diejenigen, die mir auf Instagram folgen, die haben es schon mitbekommen. Ich habe aus einer Laune heraus mir die Haare abschneiden lassen. Ich bin ziemlich happy damit und ich freue mich schon total auf alle Frisuren, die ich jetzt mit diesen kurzen Haaren machen kann. Also ich habe mich davor schon informiert, wie viele Möglichkeiten habe ich noch. Und ich habe viele Möglichkeiten tatsächlich und ich freue mich schon mega drauf. Aber ich komme gerade von der Arbeit, deswegen gibt es auch gerade meine tägliche Gute-Nacht-Tee-Tasse oder Tasse Tee. Und ich hatte aber diese wunderschöne große Box zu Hause stehen, als ich heimgekommen bin. Ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es so total sinnvoll, ein Video zu machen, wie ich dieses Package unpackage. Weil ich habe bei Douglas wieder einen Haufen Sachen nachbestellt, die ich eben so immer benutze und die halt dann irgendwann mal leer gehen. Und ich habe auch so ein paar neue Sachen bestellt. Und ich dachte mir, das wäre doch eigentlich gar nicht so doof, das mit euch zusammen auszupacken. Und ich erzähle euch ein bisschen was dazu, weil ja doch ein Interesse daran da ist, was ich so benutze für Dinge. Und weil ich eben gerade in der Arbeit war, sind meine Haare auch nicht gestylt. Also es ist jetzt wahrscheinlich circa 23 Uhr. Ja, es ist 23.09 Uhr und in der Arbeit, wie die meisten von euch wissen, kann ich nicht gestylt sein. Dementsprechend sind meine Haare gerade einfach nur glatt und ich muss auch da erst noch genau rumprobieren, wie, was, wo und so. Genau. Gemessen an dem Betrag, für den ich bestellt habe, dachte ich eigentlich, ich hätte mehr bestellt. Und vor allem frage ich mich gerade, warum diese Kiste so riesengroß ist für die gefühlt drei Dinger, die da drin liegen. Aber es sei ihnen verziehen. Muss mal ganz kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Dinge habe ich bestellt und es sind 3 Geschenke mit drin. Wunderbar. Das ist doch toll. Wie gesagt, ich habe mir ein paar Dinge nachbestellt, die ich halt immer zu Hause habe und ein paar Dinge habe ich mir neu gekauft, um es eben auszuprobieren oder so, wie auch immer. Und fangen wir einfach mal an mit etwas, worauf ich schwöre und was ich nachbestellt habe, nämlich von NYX, dieser Doll Eye Mascara, der wasserfest ist. Ich hoffe, ich habe den richtigen bestellt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den richtigen bestellt habe, weil bei meinem stand immer Waterproof mit drauf und hier steht es irgendwie nicht. Hier steht es irgendwas von Volumen, aber es sieht alles gleich aus. Also die Bürste sieht auch gleich. Ich muss den jetzt kurz auspacken. Oh, ist das behindert. Ich habe doch jetzt wohl nicht den falschen bestellt. Also es sieht alles daran gleich aus. Es wird wohl der gleiche sein und ich habe jetzt auch keine Lust, mein Schminktäschchen zu laufen und den zu vergleichen. Wie auch immer, ich habe schon mehrere Mascaras, Wimperntuschen von NYX ausprobiert und war immer total begeistert und deswegen kaufe ich jetzt einfach nur noch den Doll Eye Mascara von NYX. Ich muss es später mal abgleichen, aber ich glaube, es ist schon der richtige. Der sieht so aus. Tada. Was ich außerdem nachbestellt habe, ist der Photo Finish Super Light Smooth and irgendwas Primer von Smashbox. Das war der erste Primer, den ich mir jemals bestellt habe. Und ich habe dann auch irgendwann dieses Spray Primer ausprobiert von NYX, wie auch immer. Und fand die auch gut. Aber wenn ich jetzt wirklich, vor allem wenn ich irgendwas mache, wo ich mehr schwitze oder so, ist mir doch aufgefallen, dass diese Aufspray-Primer nichts sind im Gegensatz zu diesem Primer von Smashbox. Also damit sieht meine Haut so super smooth aus und das Make-up hält ewig. Und da ich eben jetzt lange diesen Aufspray-Primer benutzt habe, anstatt dem und dann irgendwann eben diese noch nicht so ganz leere Tube wieder entdeckt habe von dem, und dann den wieder benutzt habe und dann irgendwie so hin und her gewechselt habe und dann gemerkt habe, so okay, irgendwie ist der doch besser,
für bestimmte Dinge, habe ich mir gedacht, den muss ich mir jetzt wieder kaufen. Der ist relativ teuer, um mal kurz über den finanziellen Aspekt zu sprechen. Der Mascara kostet übrigens 8,89 Euro hier bei Douglas. Und dieser Smashbox Primer kostet 32,99 Euro. Also ich meine, besser wäre es, dass er auch wirklich was taugt für 33 Euro. Was ja viele von euch wissen, ist, dass ich total auf die Sexy Hair Produkte stehe. Ich wollte mir den Hitzeschutz, der auch hier steht. Das ist eh gut, dass der gerade hier steht, weil ich muss das mal eben vergleichen. Und es ist nicht das gleiche. Ich habe von damals, als ich in Hamburg bei Rockabilly Ruby war, diesen Hitzeschutz hier von Sexy Hair mitbekommen. Das Protect Me Hot Sexy Hair Hitzeschutz Spray. Und das ist mega. Und das wollte ich wieder, weil das wird langsam leer. Und ich dachte mir so, dann bestellst du gleich mit. Wenn du schon bestellst, dann bestellst du gleich mit. Aber das gab's nicht. Ich habe nur das hier gefunden. Und das hält genauso viel aus, hat aber irgendwie auch noch Halt. Ja, es ist aber beides ein Hitzeschutz. Also ich verstehe das nicht so ganz. Das hat irgendwie auch noch Shine 7 und 4 Hold. Aber was das jetzt genau bedeutet, ich habe keine Ahnung. Das werden wir einfach mal testen. Und ich dachte mir halt, vielleicht ist einfach das Packaging hier anders oder so. Es gibt es ja tatsächlich ab und an, dass in anderen Ländern das Packaging anders ist. Oder dass sie das Aussehen von der Flasche irgendwie verändert haben oder so. Auf jeden Fall ist das anscheinend keine Packaging-Änderung oder so. Also die Flasche hat damit anscheinend nichts zu tun. Das ist wahrscheinlich wirklich einfach ein anderes Hitzeschutzspray nochmal. Mit irgendwelchen, weiß ich nicht. Es kann wahrscheinlich noch irgendwie was anderes. Ich habe keine Ahnung. Aber ich werde es einfach mal ausprobieren und werde es auch gerne berichten, wie das funktioniert. Weil wie gesagt, das Pinke gab es nicht. Das war das einzige Hitzeschutzspray von Sexy Hair, was ich gefunden habe. Verwirrung. Und ich kam eigentlich vor allem drauf, weil ich mir eben mein Get Layered Haarspray von Sexy Hair wieder nachbestellt habe. Ich muss jetzt nur mal kurz diesen ganzen Ding hier rausziehen, weil diese Kiste ist so sperrig und das ist so... viele kennen das ja schon, dieses Get Layered Haarspray von meinen letzten Hair-Tutorials, die ich gepostet habe. Das Get Layered Haarspray ist ein trockenes Haarspray, das man während dem Styling-Vorgang immer wieder auf die Haare aufsprühen kann, damit quasi die Haare ihre Form so ein bisschen behalten. Also zum Beispiel, wenn man jetzt gerade Locken gemacht hätte und man hat sie festgepinnt, kann man das hier drüber drauf sprühen zum Abkühlen, um dieser Locke, dieser Form, die die Haare gerade hat, nochmal extra Halt zu geben. Und man kann aber trotzdem danach durchbürsten und so weiter. Es gibt nur so einen extra Grip, sage ich jetzt mal. Ja, und hilft, dass die Locke nicht ihre Form so arg verliert und so weiter und so fort. Also es ist ein mega gutes Haarspray. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ohne das geht bei mir gar nichts mehr. Also ich brauche das wirklich immer, die ganze Zeit, ständig. Das ist ein überlebenswichtiges Produkt geworden, so in meiner ganzen Hairstyling, Frisuren, Dingsbums. Zwei neue Sachen habe ich mir noch bestellt. Einmal dieses süße kleine De Balm Rouge. Ich hatte tatsächlich seit immer eigentlich ein Rouge von Maybelline und wollte davon aber weg aus diversen Gründen, die ich vermutlich nicht erläutern muss, weil es ist allseits bekannt, dass jetzt Maybelline nicht so der absolute Oberknüller ist. Und The Balm, für jeden, der es nicht weiß, ist einmal cruelty-free und frei von Parabenen und ist auch talgfrei, weil witzigerweise hat man oft, wenn man sich mal das durchliest, was so auf der Rückseite draufsteht von Pudern und sowas, ist da teilweise Talg mit drin. Und ich habe ohnehin, seitdem ich keine Pille mehr nehme, so ein bisschen mehr Hautprobleme als vorher. Nicht gravierend, absolut nicht, aber einfach so ein bisschen empfindlichere Haut, die einfach mehr Aufwendung braucht oder Aufmerksamkeit braucht als vorher. Und deswegen dachte ich mir, steige ich jetzt einfach mal auf das um und probiere das mal aus.
Ich habe mir auch das noch gar nicht angeschaut. Also ich habe vorher nur die Kiste aufgemacht und dachte mir dann so, Momente mal, das wäre doch eigentlich gar nicht so doof, da vielleicht ein Video drüber zu machen. Oh, das ist cool. Ich glaube doch, das ist, glaube ich, ganz schön. Ich wollte halt kein, zeige ich das mal hier kurz. Also das ist im Endeffekt die Verpackung davon. Total süß. Ist ja alles immer so ein bisschen vintagey. Und das ist im Endeffekt die Farbe. Ich glaube, so sieht man es ganz gut. Es ist so ein bisschen so ein Aprikot, weil ich bin nicht so der Fan von richtigem rosafarbenem Rouge. Es sieht einfach, ich weiß nicht, ich finde, das sieht an mir nicht gut aus. Ich komme mir immer so ein bisschen vor wie so eine Barbie mit blonden Haaren und dann kommen so rosa Wangen. Ich mag das, wenn das so Aprikottöne sind irgendwie. Ich finde, das passt auch zu meinem Hautton einfach ein bisschen besser. Und da war ich dann ganz froh, dass ich gerade von The Balm, weil ich die einfach gerne benutze, die Marke, dass ich davon dann so einen aprikotfarbenen Rouge gefunden habe. Und ich bin auf jeden Fall schon ganz gespannt, wie das aussehen wird. Also ich werde den morgen das erste Mal dann benutzen und kann es quasi kaum erwarten eigentlich. Und auch von The Balm habe ich mir bestellt die Nude Dude Palette. Und ich habe schon die Nude Tude Palette. Und ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, die Farben sehen super ähnlich aus im Internet. Das ist im Endeffekt die Palette. Oder wie es halt aussieht. Und das sind dann die Farben. Ich hoffe, man sieht es. Und das sind nackige Männer. Oh, hallo Kamera. Und ich habe die andere Palette auch hier. Die sieht so aus. Und ihr habt das ja gerade gesehen, als ich es aufgemacht habe. Hinter den Lidschatten sind im Endeffekt nackige Männer. Und bei der anderen hier, die ich schon habe, sind die nackigen Damen. Und ich möchte das jetzt nur kurz mal eben abgleichen mit den Farben. Ne, es ist schon anders. Okay. Weil es hat mich... Ich habe halt die andere Palette, die ich schon habe, nicht zur Hand gehabt, als ich die Nude Dude Palette bestellt habe. Und ich dachte mir so, okay, das ist aber voll ähnlich. Ich war im echten Moment nicht sicher, ob es nicht wirklich die gleichen Farben sind. Aber es ist anders. Tatsächlich ist in der Nude Dude Palette mehr dunkle Töne und ein bisschen kräftigere Töne. Also vor allem, wenn ich jetzt so die rosafarbenen Sachen anschaue, die sind ein bisschen knalliger. Mir kommt es ein bisschen vor, als wäre die Herrenpalette hier, so ein bisschen heller. Auch mehr, es sind auch mehr glänzende Töne nochmal dabei, mehr glänzende Farben. Es ist schon anders auf jeden Fall. Ab und an sieht es ein bisschen so aus, als ob sie den gleichen Farbton genommen hätten und dann ohne Glitzer oder halt mit, je nachdem, wie es in der anderen Palette ist. Aber es ist eine coole Palette und ich benutze so keine richtig knalligen Farben eigentlich. Also ich habe so meine paar Farben, die ich mal vielleicht benutze. Das sind dann aber auch meistens eher so rot, dunkelrot, rosé oder vielleicht mal ein Creme oder so. Aber jetzt so richtig farbige Lidschatten benutze ich ja eigentlich gar nicht. Und dafür habe ich so eine andere Palette, die ich mal vor ewigen Ewigkeiten geschenkt bekommen habe. Vielleicht hole ich mir irgendwann mal noch etwas richtig Ordentliches. Aber so für den Alltagsgebrauch habe ich jetzt auf jeden Fall die beiden. Und damit bin ich auch erstmal vollkommen zufrieden. Und dann habe ich auch jetzt, wie gesagt, drei Geschenke bekommen. Das ist ja das Coole, so ein bisschen bei Douglas. Man bekommt eigentlich, weiß ich, ob immer... Ich glaube schon, immer so ein Geschenk mitgeliefert. Und dann kann man sich noch zwei Proben aussuchen oder sich mit einer Probe überraschen lassen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die Überraschungsprobe ist. Nein, die habe ich, glaube ich, sogar ausgewählt. Das ist ein Moisturizer mit Kollagen Boost. Das ist das, was ich brauche. Kollagen. Eine kollagenfördernde Feuchtigkeitscreme, die man mit den Fingern sanft auf das Gesicht auftupft und gleichmäßig verteilt. Und ich glaube, das werde ich mir gleich mal so heute Nacht ins Gesicht hauen. Dann habe ich bekommen, und genau das habe ich mir, glaube ich, auch ausgesucht gehabt, ist ein...
Creme auch. Eine tiefenwirksame Feuchtigkeitspflege. Eine Art Gel steht hier. Morgens und oder abends auf das gereinigte Gesicht auftragen. Kontinuierliche Feuchtigkeitsversorgung. Aha, also es ist irgendwas mit Feuchtigkeit. Auf jeden Fall von Biotherm. Und ich hatte mal ganz lange Biotherm-Produkte, die ich benutzt habe. Und ich fand die eigentlich auch ganz gut. Aber dann irgendwie doch nicht gut genug für mich. Und es hat irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas hat nicht gepasst mit uns, mit mir und Biotherm. Dass ich gesagt habe, ich benutze es jetzt wirklich für immer und habe es dann nicht mehr nachgekauft, als es leer war irgendwie. Und das hier finde ich gerade total süß, weil das ist nämlich das Geschenk, das damit reingepackt worden ist. Und das soll ein Cleansing Stick sein. Das muss ich euch kurz mal an die Kamera halten, weil das sieht total süß aus. Ist das nicht putzig? Was auch immer es sein soll. Es ist echt süß. Okay, also ich verstehe es nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe keine Ahnung. Das riecht nach irgendwas. Und es gibt auch irgendwas ab, aber... Oh! Ich dachte, es wäre graues Plastik. Aber das ist es nicht. Das ist irgend so ein... Aha! Cleansing Oil Stick for completely removing makeup and skin irgendwas ist. Ich kapiere es gerade nicht. Müsste ich da jetzt mein komplettes Gesicht damit abreiben und das nimmt dann das Make-up mit oder was? Das verstehe ich nicht. Den Stift drehen, auf das feuchte Gesicht auftragen, mit lauwarmem Wasser abspülen. Ja, Tatsache. Also ich weiß nicht, wie sinnvoll ich das finde, mit diesem Ding in meinem Gesicht rumzurubbeln und dann hängt da das ganze Make-up dran, dass ich damit abrubbel. Aber es sieht süß aus und es ist ein total niedliches Geschenk. So für unterwegs, wenn man vielleicht nicht viel Make-up trägt, sondern nur so ein bisschen Foundation oder so, ist es vielleicht ganz süß. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht jetzt später da mal teste. Ja, das wäre im Endeffekt eigentlich auch alles, was ich bestellt habe. Also wenn ihr Interesse habt an tollem Cruelty-Free und Paraben-Free und Talc-Free Make-up habt, dann probiert auf jeden Fall De Balma aus. Das ist eine wirklich ganz, ganz tolle Make-up-Linie oder Make-up-Marke. Und auch für, wenn ihr gerne Haare macht, Haare stylt, würde ich sagen, probiert auf jeden Fall mal Sexy Hair aus. Und wie gesagt, ich habe das jetzt alles bei Douglas bekommen. Eigentlich wollte ich mir noch mein Make-up nachbestellen von Bobbi Brown. Aber das gibt es da irgendwie nicht mehr. Und ich bin todunglücklich und weiß aktuell noch nicht, wo ich das wieder herbekommen soll. Also mein Hautton, also quasi weiß, das gibt es da einfach nicht mehr. Nur noch dunkle Hauttöne, aber nichts, gar nichts richtig Helles mehr. Und ich war wirklich am Verzweifeln. Vor allem, ich habe es wirklich gar nicht mehr gefunden. Also nicht mal nur, dass es heißt, es ist gerade ausverkauft und wir bekommen es wieder rein, sondern ich habe es gar nicht mehr gefunden. Und da muss ich jetzt noch gucken, weil auf das schwöre ich total. Das ist das Make-up für mich. So. Da muss ich jetzt noch gucken. Aber sonst bestelle ich schon gerne bei Douglas, weil der Versand ist kostenfrei. Es gibt immer so kleine Geschenkchen mit dazu. Preise sind eigentlich auch immer okay von den Sachen. Und die haben eigentlich wirklich viel an Auswahl. Sagt mir doch gerne mal, wo ihr denn so euer Make-up bestellt. Oder bestellt ihr es vielleicht gar nicht, sondern kauft es wirklich nur im Laden. Ich meine, ich wohne total im Outback. Ich muss wirklich dann von einem Ort zum nächsten fahren, um da mein ganzes Zeug zusammenzusammeln. Beziehungsweise ich habe noch in keinem einzigen Laden Sexy Hair Produkte irgendwo gesehen. Deswegen kann ich die nur online bestellen, weil ich habe die einfach bisher noch nie irgendwo gefunden. Sagt mir das gerne mal. Mich interessiert es, wo bestellt man sonst noch so Kosmetik, außer bei Douglas. Ich habe mal Coco Panda noch ausprobiert. Das war eigentlich auch ganz okay. Die haben eigentlich auch ziemlich viel, aber selbst da habe ich mein Make-up nicht gefunden. Oh, das habe ich auch geguckt gehabt. Und ja, ich hoffe, dass es wenigstens so ein ganz kleines bisschen interessant für euch war. Für die, die sich interessieren für Produkte, für Haare und Make-up und so. Und dann würde ich sagen,
sehen wir uns zum nächsten Video in ein paar Tagen demnächst. Wenn ich öfter mal sowas machen soll, sagt mir Bescheid. Wenn nicht, dann sagt es auch. Aber ich dachte mir, es wäre vielleicht ganz cool und informativ für euch. Weil ich habe ja sonst auch immer diese Favorites-Videos gemacht und wo ich im Endeffekt die Produkte vorstelle, die ich so gerne benutze. Und ich dachte mir so, es ist eigentlich nichts anderes, weil, ja, weil ich kaufe sie ja, weil ich sie gerne benutze und so. Und wie gesagt, demnächst gibt es dann auch zu meinem neuen Haarschnitt hier Tutorials. Ich bin jetzt dann nur erstmal in Hamburg und werde natürlich jetzt, wenn ich in Hamburg bin, erstmal keine Zeit haben, um Tutorials zu drehen. Aber danach werde ich mich auf jeden Fall daran machen, euch kontinuierlich mit Frisuren zu füttern, die man mit so einer Haarlänge machen kann. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall und wir sehen uns dann zum nächsten Video in ein paar Tagen. Bis dann!